Alle Spiele der Regionalliga West live und on demand auf Sport Total. Ihnen und euch viel Freude, viel Spaß bei dieser letzten Saisonpartie am 34. Spieltag hier im Paul-Janis-Stadion bei Sport Total. Anstoß von Justin Seven erfolgt. Maximilian Adamski auf die linke Seite und damit Spielaufbau von Fortuna. Das werden wir heute noch einige Male sehen. Direkt dann schnell gemacht das Spiel. Und da findet er einen vorne. Casalino, der hat mal den Platz. Casalino gegen Kosten. Klusmann lässt zur Seite abprallen. Erste richtig nennenswerte Möglichkeit für Wattenscheid. Und eigentlich in diesem gesamten Spiel die erste wirkliche Möglichkeit nach 13 Minuten. Jetzt bisschen Fahrt drin in diesem Spiel und bisschen Freiraum für Wattenscheid. Der Mitte! Und dann klingelt's! Der Absteiger spielt nicht wie ein Absteiger in dieser Sequenz, sondern setzt nach Hauber den Ball zurück und netzt am Ende ein. Die Führung für SG Wattenscheid 09. Und so war das dann da erstmal sehr gut herausgespielt. Und wir schauen mal aufs Replay. Hier sehen wir dann nochmal der Pass nach innen und dann vorn Tim Bredaric. Eigentlich ein Mann für die hinteren Reihen, aber dort vorn reingelaufen und dann der 1,95-Mann legt ihn rein und legt ihn vorbei an Leon Klusmann. Damit die Führung für die Gäste aus Bochum in ihrem letzten Regionalligaspiel, vorerst zumindest. Und das ist dann ja, zumindest mal so ein kleines Ausrufezeichen, ein kleiner Achtungserfolg für das Team von Christian Britscher. Langer Ball auf Brechmann, starke Mitnahme und wird dann getackelt. Was ist die Entscheidung? Nein, die Entscheidung ist offensiv-faul. Ivo Tore ist alles zurückgepfiffen und damit bleibt das Ganze unbestraft. Wir schauen nochmal drauf, der lange Ball auf Brechmann. Gut gemacht zunächst und dann kommt Bredaric von hinten. Das wird aber dann nicht gewertet, sondern das Fallen von Brechmann dann und das auf den Ball legen anscheinend, so wie es zumindest angedeutet war. Und währenddessen, wie ich das gerade nochmal kurz erklärt habe, hat sich Wattenscheid fast ein Ei hin selbst reingelegt. Zumindest in Form eines Eckstoßes. Jetzt Justin Seven. Hat eine Idee, nimmt zumindest erstmal Hirschberger mit. Der kann ein bisschen was am Ball. Versucht er dann ins Dribbling zu gehen. Hirschberger! Yildiz trappt er also ein wenig weg, aber wird direkt auch unter Beobachtung genommen von Düsseldorf. Dafür Cirillo wieder zu flach. Gerade auch die Ecke und jetzt dieser Freistoß, beide zu flach gewesen, da muss er mehr Luft runter bekommen. Knabe wieder direkt am Doppel. Denkt sich, warum nicht, was sie dann im Champions League Finale 2002 kann, das kann ich auch. Damals war es sogar nicht mal die Distanz. Aber ein bisschen vorbeigeflogen der Ball am Kasten von Leon Klusmann. Und außen ist noch einer, wird mitgenommen. Pass kommt gut rein, sind nochmal in der Mitte. Und Wattenscheid zum zweiten Mal mit viel Tempo durchgegangen. Und dieses Mal ist es dann der Sturmbulle Dennis Knabe mit Saisontor Nummer 14. Also natürlich, der Vorlauf gehört vor allem Tom Sindermann, der da einmal den Ball stark mitgenommen hat. Dann kommt die Verlagerung nach links, Querpass nach innen, Dennis Knabe aus Kurzdistanz mit links abgeschlossen. 2:0 Führung für die SG Wattenscheid 09 nach 51 Minuten. Halb rechts, Knabe kann es mit links. Dreimal Mauer und die halten ja schon mal die Augen zu. Und der Ball geht durch die Mauer hindurch, nämlich hat sich dann gut eine Lücke aufgetan zwischen Brechmann und Birz und der Ball fliegt dann am Mauer am Tor vorbei. Hat sich gerade beim Konter ja gut ausgezahlt und jetzt auch der nächste Angriff und Knabe legt mal den Turbo ein, schaut, da sieht er dann seinen Sturmpartner Felix Casalino und der hat 1,69 Körperlänge, aber einköpfen kann er den aus dem Stand trotzdem. Knabe mit der Vorlage und Casalino mit dem Abschluss. Da freuen sich alle bei Wattenscheid und natürlich auch alle Instagram-Follower. Und das ist das 3:0 für die SG Wattenscheid 09. Hier, Knabe hat viel Freiraum und hat dann doch einen guten linken Fuß natürlich und zirkelt ihn auf Casalino, der blank steht.
Seite er ist. Jetzt Thyssen im Mittelfeld. Das war kurzzeitig nur mal Aushilfs. Zentraler Verteidiger. Jetzt gerade der Ball zu Bürth. Und der aus der Distanz. Auch dieser Schuss geht vorbei am Tor von Bruno Staudt. Und dann pfeift Ivo Torres ab. SG Wattenscheid 09. Gewinnt 3:0 bei Fortuna Düsseldorf U23. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.